Items abhanden gekommen sind. Dann habe ich eine Nachricht vom Star Wars TM, The Old Republic TM Team, eine Nachricht bekommen, dass ich meine Daten, meine Items wieder zurückbekommen habe. Okay. Und welche Items waren es dann am Ende? Irgendwelche Klamotten oder so eine Scheiße, was kein Mensch braucht eigentlich. Klar. Es ist annähernd total willkürlich. Ah, nice! Ich hab den Mutanten Rancor-Zahn bekommen. Trophäe, cool. Rang 2. Kemwals Reaktion, großer Einflussgewinn. Fick dich, das wäre für mich! Whoops! Ja, irgendwie werden mir immer nur deine Quests hier irgendwie angezeigt. Aber ich weiß noch nicht, ob ich die auch bekomme. Erkundungsmission anzeigen. Oh, nice. Weil ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt, wenn deine. Komm, hier vorne sind noch eine. Hast du nicht die von der Maschine gerade angenommen? Doch. Ja, das heißt, hier oben ist wieder ein Ding, ne? Also siehst du das auf der Karte? Ja, ich sehe es, ja. Ja. Bäh. Was ist denn bitte mit dem Buch? Ein Ganove! Oh Leute, es lebt. Stirb, du Schakal! Warum machst du den so wenig Damage? Das ist einer, der ist so, keine Ahnung, legendär. Also irgendwie so ein Legendär- oder Elite-Level. Elite, genau. Elite, stirb, du Schakal! So. Verschwinde, du Schakal! Du Schakal! Warum komm ich hier hoch? Marco, nein! Na, komm schon! So, und dann 4. 4. Ja! What the fuck? Das ist ja richtig unfair. Das sah aber so geil aus. Ich habe einfach meine Skills angemessen benutzt. Und werde instant wieder geheilt. Nice. Ja, weil Kemwal dich heilt. Ja, das ist voll der Nette. Siehst du, der achtet auf meine Bedürfnisse. Oh, jetzt fängt schon wieder damit an. Ja! Ja, ich hab damit auch noch nicht abgeschlossen. Ja! Nix ist einer, der darauf achtet, was mir lieb ist. So. Hier steht gerade Hauptrolle von Kemwal, dass er Heiler ist. Ich weiß nicht, wie ich das. Da steht aktuelle Rolle, heilen. Ich weiß nicht, wie ich das umändern kann. Moment, ich guck auch mal. Wo steht denn aktuelle Rolle? Unten links, ganz unten links von deiner Dingens hier, Begleiteranzeige. Da gehst du mit der Maus drauf. Ah. Ich weiß es nicht. So, ihr könnt mal hacken. 75 von 100 hätten wir hier. Gefährte Einfluss. Ich weiß es nicht. Spannungsbild anpassen, Charaktere, Nahkampf, Fernkampf. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht ergibt sich das irgendwann mit der Zeit. Chubdidulu. Was ist denn hier damit für ein Fragezeichen? Neue Tutorial-Einträge. Gefährte, Sternkarte, Raumkampf, Knights of the Fallen Empire. Gefährten und Kontakte. Was? Nein, lass ich meine Sicht versperren. Jetzt besser. Boom.
eigentlich noch eine Ahnung, was unten unter deinem Gesundheitsbalken, was diese kleinen ovalen Kästchen da bedeuten? Also, das ist ja nochmal so ein Balken drunter. Was bedeutet der? Das ist im Prinzip Mana. Okay. Nur du bist ein Krieger. Ich gehe davon aus, dass deins aufgebaut wird, je nachdem. Also so wie es zumindest bei WoW damals war, irgendwie, ich glaube, je nachdem wie viel Schaden man bekommen hat oder so. Ne, bei mir ist das je nachdem wie ich die Attacken austeile. Oh, achso, okay. Wenn die dann stärker, wenn dein Balken höher ist oder was? Ja, die füllen sich dann auf und nach dem Kampf leeren sie sich langsam wieder. Ja, okay. Na dann. Also wo kann ich denn... Wieso bist du hier hoch? Hier kann ich was hacken. Ja, das Problem ist, auf der Karte wird mir nicht angezeigt, ob es weiter oben oder weiter unten ist. Na warte, da ist es doch. Das nehme ich einfach mal mit. Oh, na komm. Hack das doch, du Idiot. So, jetzt. So, dann schreien wir nochmal an. Dann. Nice, 1080 EP gekriegt. So, du musst auch mal würfeln. Ah, ich glaube, ich habe den bekommen. Ach, du bist... Ach. Hey, ich hab nur Bedarf geklickt. Ja. Ist doch gut, letztes Mal hast du den ganzen geilen Scheiß bekommen. Ja, wann habe ich was bekommen? Weiß ich nicht. Irgendwann hast du bestimmt mal was bekommen. Alles klar. Ja, ich merke mir sowas. So, jetzt ziehe ich da allen mal hier ein bisschen Klamotten an. Die ist schon ganz nackerlich. Ohne Witz, ne? Das ist sich wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, aber meine Gefährtin, die ist einfach die ganze Zeit über dem Schlupper hier rumgelaufen. Ja, mir ist es ein bisschen aufgefallen. Zumindest habe ich gemerkt, dass sie barfuß war. Mir ist es eben gerade aufgefallen. Ich ziehe da gerade mal ein bisschen was an. Gefütterte Armschienen. Ja, Armschienen ist nett. Das sind eigentlich Sklavenbänder. So. Bist schon wieder vorgelaufen? Zähne zu fassen. Du bist ja schlimmer als ich in Unturned. Dings Dead 2. Left 4 Dead 2. Ja. Genau. Ich weiß nur, dass irgendwas mit Zombies war, so war Dead ja gar nicht mal so falsch. Ohne Witz, eine ganze Menge an Spielen, die mit Zombies oder sonst irgendwas in die Richtung zu tun haben, haben Dead im Titel. Ja. Dead Space, The Walking Dead. Punkt. Das war alles. Ja. Ja, Left 4 Dead. Ja. Ganz viele Titel. Marco 2016. Ja, was gibt's denn noch so für Spiele? Mir fällt gerade keiner ein. Ja, mir fällt auch gerade gar nichts. Oder Filme. Hier, High School of the Dead. Das. Zumindest das, was mir gerade mit Dead einfällt. Nehme ich doch mit. Du bist schon wieder vorgelaufen, oder? Ich warte doch hier drinnen. Ja, warten. Direkt vor der Quest. Statt mir mal im Kampf zu helfen. Ah. Du erhältst imperiales Datenpad. Nice. So, boom. Nein, geh links rum. Du läufst rechts rum. Links rum? Links rum geht's schneller, ja. Gut, wenn die das sagen, Madame. Guten Moin. Guten Moin, guten Mittag, guten Abend. Komm, bist du mit, könntest du rausgucken. Wieso hast du leuchtende Augen, aber ich nicht? Ich hab leuchtende Augen. Ja, deine Augen leuchten. Moment. Meine Augen leuchten gar nicht. Oh doch, Alter. Und wie sie leuchten. Ich konnte gerade nicht reinsehen. Ja, das ist normal.
Ah, jetzt haben sie ich auch hab deine Augen von innen. Ja, ich auch. Ich habe deine Augen von hinten gesehen. Ich auch ganz kurz. Also, hast du deine oder meine Augen gesehen? Deine. Wie ich soll bitte meine sehen? Ich weiß nicht. Kannst du deine Augen nicht sehen? Von der Rückseite? Nein, Marco, mit dir stimmt was nicht. Also, ich kann das. Ich mach das so regelmäßig. Dann. So lange geht der damit betäubt ist. Moment, ich muss da was hacken. Hallo? Und meins. Gleich geht's besser. Brauchst du Hilfe? Egal, ich helfe dir trotzdem. Ha, ich bin wie Amerika. Demokratie für euch alle. Demokratie und Freiheit. In dein Gesicht. America. America. Fuck yeah. America. Geronimo. Aber wir spielen schon, über eine Stunde. Also den Rest des Tests kenn ich. Ich kann auch nur America, fuck yeah. Der Rest ist auch unrelevant. So, mal mit. Unrelevant, ein neues deutsches Wort. Super. Ja, klar. Das ist die umgedrehte, also die Verneinungsform von relevant. Es ist relevant, beziehungsweise nicht relevant, also unrelevant. Die Verneinungsform von relevant. Das ist normale Grammatik. Punkt. Ich bin Rossi, ich weiß was nicht. Was soll man jetzt hier machen? Okay. Diese Kampfmusik ist einfach mittendrin direkt abgebrochen. Ich glaube, wir müssen warten. Bis irgendwas wieder auftaucht, scheinbar. Ich warte. Ja, warte. Du setzt dich nicht jetzt auf mich. In mich rein drauf. Ah, Fisch! Okay, das auch geklärt. Hör auf! Nein, ich wollte gerade anfangen. Corenus. Der ist Level 50? Was macht der hier? Der sieht cool aus. Ja, das stimmt, aber der ist Level 50. Wieso ist der hier? Ich weiß nicht. Und was ist das für schwarzes Wasser? Valenkorik. Steht hier. Aber hier ist kein Valenkorik. Ja, der kommt noch. Ist das ein Elitejäger? Die sind alle tot, Marco. Was sind andere? Oh, guck mal, hier hinten ist es grün. Was zur Hölle verleitet die Umgebung hier grün zu leuchten? Keine Ahnung. Die Physik. Ach, die Entwickler wollten auch schon nur mit ihrer coolen Engine angeben. Oh, guck mal hier, wie toll wir das Lichtshading haben. Uhuhu. Beneide uns. Beneide. Ah, oh, hier fliegen Steine in der Luft. Sollen wir vielleicht nochmal rausgehen und wieder herkommen? Nee, brauchen wir nicht. Der Typ wartet doch auch auf den Mob. Das ist doch ein neuer Paarungstanz. Hä, woher? Wie kannst du so tanzen? Du tanzt doch normalerweise normal. Ich weiß es nicht, ich habe einfach Slash Dance eingegeben. Okay.
Mal gucken. Na, Tens. Ich guck so aus dem Arsch. Ey, nimm den Kopf aus meinem Rücken. Nimm den Kopf aus meinem Rücken. Ah, guck mal, da ist er, ja. Oh ja, er tötet ihn schon. Wird mir grau angezeigt. Ja, weil er ihn tötet. Aber also? Jetzt wird er rot angezeigt, weil wir ihn ihm jetzt weggenommen haben. Ist das tot? Ja, aber wir haben die Quest nicht bekommen. Der Wichser hat Scheiße. Die Quest weggenommen. Und ein Level up, der Hurensohn. Schäme dich! Hä, wieso ist der Mob dann auf einmal rot geworden mit einem Kampf? Ich weiß nicht, vielleicht wurde es dann auf uns übertragen und dann wieder zurück zu ihm irgendwie so während des Kampfes oder sowas. Kann sein. Na, Spaß ist doch auch, ne? Ich hab nicht aufgepasst. Ich war beschäftigt. Mitkämpfen. Warte, ich will mal was ausprobieren. Oh, ups. Schau mich an. Tanzt ohne Hose. Ja. Warte, da mache ich mit. So, und dann so. Und dann. Ich pack noch meinen Mantel. Du hast halt immer noch den Mantel, weißt du? Ja. Dann ist es nicht ganz so peinlich, wenn wir wieder in die Clubs gehen. Warte mal, siehst du da hinten auch die Typen? Hä, wo? Da hinten, beim Schon Eingang. Besser. Ja. Ist das eine Elite-Jäger? Ja. Die müssen wir nicht angreifen, Marco. Bist du sicher? Ja, ich bin mir sicher. Nice, geheilt worden. Mhm. Sollten wir die vielleicht trotzdem angreifen? Wieso sollten wir? Ach, Martin, zieh dich wieder an. So gehe ich nicht mit dir um die Häuser. Oh mein Gott. Oh, und weißt du, die ist auch noch so, weißt du, die ist so übel dünn, Alter. Ja, oh. Wieso hast du deinen Charakter auch so klein und dürre gemacht? Siehst du an, Alter, ich bin fast doppelt so groß wie du. Guck dir die Arme an, das sieht aus wie Stöckchen. Klingt bei sowas immer an so Zahnstocher, die man zerbricht oder sowas. Ja, genau, wenn die dann so aneinander kleben bleiben. Oder aneinander halt nicht auseinanderfallen, wenn man die zerbricht. Die Was? Wenn du einen Zahnstocher so zerbricht in der Mitte und dann bleibt er noch so aneinander. Ach so. So, hast du es jetzt? Oh nein, falscher Knopf. Oh Mann, wie doof. Wie ungeschickt. Hey, bleib noch hier. Ich glaube, ich habe mittlerweile verstanden, was die komischen Kästchen unterm Gesundheitsbalken bedeuten. Was? Mit den Standard-Skills, also bei mir ist das Ansturm, bösartiger Hieb und durchschlagender Hieb, lädt sich das Ganze auf und du kannst damit dann quasi die anderen stärkeren Attacken freischalten. Also ungefähr ein bisschen so wie WoW damals. Ja. Als ich das noch für Jörg gespielt habe. Damals, wo noch alles aus Holz war. Ja, genau. Damals. 1846.